Name ist Stephanie Riemer. Ich bin Doktorandin am Clever Dog Lab, das mit dem Messel-Institut der Vetmed-Uni assoziiert ist, und arbeite seit fast 3 Jahren an meiner Doktorarbeit zu Persönlichkeitsentwicklung bei Hunden und Problemlösevermögen bei Hunden. Ja, hallo, mein Name ist Iris Schuberl. Ich bin Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Mensch-Tier-Beziehung im Department für Verhaltensbiologie von Universität Wien im momentan laufenden Projekt Faktoren der Mensch-Hund-Beziehung. Und in diesem Projekt arbeite ich auch an meinem Doktorat Stressmanagement in Mensch-Hund-Teams. Ich habe das große Vergnügen, unsere beiden Referentinnen schon vorab ein wenig zu befragen. Frau Magisterin, Sie arbeiten vorrangig mit Hunden zusammen. Ja, genau. Ich bin am Clever Dog Lab tätig, das mit dem Messel-Institut der Vetmed-Uni assoziiert ist. Und bin da schon seit fast 3 Jahren dran, arbeite an meiner Doktorarbeit über Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung von Problemlösevermögen. Persönlichkeitsentwicklungen bei Hunden, was genau ist das? Macht das jedes Tier durch und was genau erforscht man dabei? Genau, gute Frage. Also früher war das ja sogar unter Diskussion, ob Hunde oder Tiere im Allgemeinen überhaupt Persönlichkeit haben. Persönlichkeit sind einfach Verhaltensunterschiede zwischen Individuen, die relativ konstant sind. Also in verschiedenen Situationen und auch zu verschiedenen Zeitpunkten ist ein Tier vielleicht mutiger als ein anderes. Ein anderes zeigt mehr soziales Verhalten. Also es gibt Unterschiede zwischen Individuen. Das ist mittlerweile belegt und die Frage ist aber, wie entwickelt sich das? Also ein junges Tier ist natürlich verspielter, ist vielleicht noch neugieriger, aber im Allgemeinen geht man bei der Persönlichkeit davon aus, dass es zumindest relativ zu anderen Individuen relativ stabil ist. Und wir wollen jetzt wissen, was sowohl aus der Grundlagenforschung als auch aus der praktischen Anwendung interessant ist, wie sich Persönlichkeit entwickelt, ob frühe Tests aussagekräftig sind, ab wann man sagen kann, die Persönlichkeit ist stabil und ja. Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Verhalten von Tieren, mit Kommunikation. Und jetzt sehen Sie ja tagtäglich auch viele Menschen auf der Straße mit ihren Hunden. Tut Ihnen da manches Mal das eine oder andere Tier nicht auch leid, weil Sie sehen, die Kommunikation, die passt so gar nicht zwischen den beiden? Ja, also das Leid kann natürlich bei vielen Menschen und Teams besteht, die Möglichkeit noch etwas zu optimieren, keine Frage. Aber auf einen Blick hinaus würde ich mich das jetzt nicht wagen zu behaupten. Also da muss man schon genauer dahinter schauen, was steht hinter diesem Mensch-Hund-Team und was ist die Geschichte dahinter, um damit beurteilen zu können. Jetzt hat sich im Laufe der Entwicklung, kann man sagen, der Hund eigentlich uns angepasst. Der Hund hat uns verstehen gelernt. Lernen wir Menschen, die Tiere auch zu verstehen? Das rückt immer mehr und mehr in den Fokus. Tut sich da was? Es ist die Frage, ob sich nur der Hund uns angepasst hat oder auch nicht vielleicht wir oder der Mensch ein Stück den Hund angepasst hat. Wenn man bedenkt, dass es doch seit ca. 50.000 Jahren eine Koexistenz zwischen Hundearten und Menschen gibt, beziehungsweise den Vorfall der heutigen Hunde. Aber natürlich, der Hund ist sehr anpassungsfähig, kann überall auf der Welt werden, wo der Mensch existiert, auch sehr gut leben und auch dort, wo der Mensch nicht existiert. Ja, inwieweit die Anpassung geschieht, ist sicher auch wieder eine Frage, wie der Hund genau lebt. Ja. Okay, jetzt ist ja Kommunikation ein Informationsaustausch. Wie gehe ich denn da am besten ran bei einem Tier? Das ist die Frage, was möchte ich? Also das ist einmal die allererste Frage, was möchte ich von dem Gegenüber, vom Tier, und was ist mein Ziel, was will ich erreichen mit der Kommunikation? Das sollte mir mal zuerst bewusst sein. Und dementsprechend gehe ich dann mit meinem Impulsamt an. Generell ist zu beachten, nicht nur wenn man mit Menschen, sondern vor allem wenn man mit Tieren kommuniziert, über alle Ebenen zu kommunizieren. Also wirklich die Körpersprache, die Stimmlage, die Stimme, die Anspannung. Auch wirklich zu beachten, was sende ich für unbewusste Signale. Das wenigste läuft über das Verbale, das meiste läuft über die Körper, das andere Mann. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, da hat man Tieren noch nicht einmal Gefühle zugestanden, dass man jetzt auch noch erlernen will, wie sie kommunizieren, wie man am besten mit ihnen kommuniziert. Das ist etwas recht Neues, wird das oft auch belegt. Ich glaube, mittlerweile ist es doch wissenschaftlich sehr anerkannt, dass auch Tiere Emotionen haben. Es gibt auch gerade auf der Vetmed ein neues Forschungsprojekt jetzt, wo das auch messbar gemacht werden soll. Man kann zum Beispiel Herzrate messen, einfach die Variabilität verändert sich mit der Aufregung. Man kann Cortisol, also Hormonmessungen vornehmen, ganz nicht invasiv im Speichel, um ein bisschen festzustellen, wie hoch der Stresslevel ist.
Ganz neu gibt es auch eine Wärmebildkamera, wo bestimmte Bereiche des Kopfes sich vielleicht stärker erwärmen. Oder auch ganz neu ein Eye-Tracker, wo man die Augenbewegungen eines Tieres verfolgen kann. Und das ist zum Beispiel sehr interessant. Da hat es eine Studie gegeben, dass Hunde bei Menschen eher auf die linke Seite des Gesichts schauen. Und zwar ist bei Menschen, drücken wir Emotionen mehr auf der linken Seite aus. Das hängt auch mit der Spezialisierung der Gehirnhälfte zusammen. Und Hunde machen das nur bei Menschen. Bei Hunden schauen sie gleich oft in beide Gesichtshälften. Und bei Menschen, wo sie potenziell auch die Emotionen wahrnehmen könnten, haben sie diesen sogenannten Left-Side-Bias, dass sie sich stärker auf die linke Gesichtshälfte konzentrieren. Jetzt kommunizieren ja nicht nur Tiere mit uns und wir mit Tieren, sondern auch Tiere untereinander. Wird das auch erforscht, wie sich zum Beispiel Hunde mit Katzen tun? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste dazu keine Studien, die Kollegin scheinbar schon. Ich nehme mal an, dass es erforscht wird, wir tun es nicht. Ja, es ist ein bisschen erforscht worden, nicht sehr intensiv, aber es gab eine kleine Studie, wie Hunde und Katze miteinander kommunizieren, und die hat zum Beispiel gefunden, dass es am besten funktioniert, wenn der Hund unter einem Jahr ist, wenn sie zusammengeführt werden, und die Katze sogar unter 6 Monaten. Und sie lernen aber auch gegenseitig die Signale zu interpretieren, und zum Beispiel, was ein typischer Katzengruß ist, ist so ein Nasengruß, so frontal, Nase in Nase. Das machen Hunde normalerweise nicht, aber sie können es von Katzen lernen. Und es gibt ja auch genug Hund-Katze-Teams, die wirklich miteinander spielen und miteinander begrüßen und richtige Freundschaften über Abgrenzen hinweg formen. Also die Eskimo-Inuit-Art des Begrüßen machen Katzen sozusagen. Ja, sehr viele Hunde verlieren wir hier zu Hause, weil es mit dem Zusammenleben zwischen Mensch und Tier so gar nicht klappen will. Jetzt wird eben die Beziehung, das Zusammenleben, die Kommunikation erforscht. Glauben Sie nicht auch, dass das verhindern wird in Zukunft, dass es so oft zu Missverständnissen zwischen Mensch und Tier kommt und dadurch auch weniger Tiere zu Hause leben? Sagen wir mal so, es wäre zu hoffen. Also natürlich, wenn man mehr versteht, was die Dynamik der Mensch-Hund-Beziehung oder generell Mensch-Tier-Beziehung beeinflusst, umso besser kann man natürlich auch Missstände, sage ich mal, beheben. Das heißt, wenn man weiß, okay, was beeinflusst die Beziehung, zum Beispiel die Persönlichkeit des Menschen vor allem, kann man natürlich dementsprechend schon schauen, okay, welcher Hund nehme ich mir, welcher passt zu mir, damit das erst gar nicht geschieht. Aber auch sollten Probleme entstehen, währenddessen wäre es wichtig, nicht nur zu sagen, der Hund ist ein Problem, der Hund ist das Problem, sondern halt hinzuschauen, okay, was steht dahinter, nämlich auch ein Mensch, und wenn es da Probleme in der Kommunikation im gegenseitigen Verständnis gibt. Und je mehr man das untersucht, was dieses Verständnis beeinflusst und die Interaktion, umso besser kann man natürlich das dann auch in der Praxis vermitteln und dementsprechend zukünftig in der Prävention tätig sein. Es gibt ja witzigerweise herausgebracht auf ein Buch, das heißt Deutsch Hund, Hund Deutsch. Kann man Kommunikation mit dem Hund erlernen als Otto-Normalverbraucher? Ja, ganz sicher. Und das wäre auch sehr wichtig, dass das mehr gefördert wird, vor allem in den Schulen eingesetzt wird, in den Volksschulen bereits, wirklich der Umgang gelernt wird mit Hunden. Sie sind in unserem Leben, selbst wenn man nicht Hundehalter ist, man trifft sie auf der Straße Kinder. Die meisten Kinder, sage ich mal, wenn sie keine Angst haben, gehen hin zum Hund und suchen den Kontakt. Und da wäre es auch natürlich im Interesse der eigenen Eltern und der Menschen, die jetzt kein Haustier haben, wirklich das zu lernen, um Konflikte zu meiden und auch zu wissen, will der Hund jetzt eigentlich den Kontakt oder hat er vielleicht sogar Angst und fürchtet sich, wenn ich ihn will. Jetzt haben wir viel über die nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Hund gesprochen. Viele Menschen kommen aber nach Hause und erzählen ihrem Tier auch, was sie heute erlebt haben, und gehen auch davon aus, dass es der Hund versteht. Tut er das? Also, was wir Menschen natürlich sehr gut können, über unsere Sprache auch Emotionen transportieren. Also, der Hund wird natürlich nicht wortwörtlich verstehen, was wir ihm da erzählen, aber wir können einfach doch unsere Gefühle dem Hund mitteilen. Und Hunde sind schon erstaunlich gut darin, auch gewisse Wörter zu lernen, so ganz nebenbei, es fällt dann gar nicht auf und dann hat der Hund das schon mitgekriegt. Okay, ja, es verspricht schon jetzt ein sehr spannender und interessanter Abend zu werden, und ich freue mich jetzt schon drauf.